Kurz nach Sonnenaufgang kehren wir Hannibal den Rücken. Wir genießen den stillen Sonntagmorgen. Keine Hitze, keine Autos, keine Trucks. So macht Radeln Spaß und mit einem Schnitt von knapp über 20 Stundenkilometer fahren wir den vereinsamten Highway 96 entlang. In einem kleinen Nest mit dem großen Namen Atlas genehmigen wir uns ein zweites Frühstück. Kaffee, Limonade und, was sonst, Pancakes. Mit Eis für die Dame und Sirup für den Herrn. Wir werden heute im Rivers Edge Motel nächtigen. Der Name hält, was er verspricht. Das Motel bietet einen herrlichen Ausblick über den Mississippi River und wir beziehen das beste Zimmer des gesamten Etablissements. Tipp für jeden, der zufällig einmal hier vorbeikommt, Zimmer Nummer 30 im Rivers Edge Motel im Ort Louisiana im Bundesstaat Missouri. Auch wenn der zweckentfremdete Fotoapparat nicht recht mit den wechselnden Lichtverhältnissen zurechtkommt, so wird dennoch deutlich, welches Los wir mit dieser Aussicht gezogen haben. Nach einer erholsamen Nacht klingelt der Wecker wie üblich um 5 Uhr früh und wir begrüßen den neuen Tag mit dieser Aussicht. Laut Radführer sollen wir uns das Dorf Elsa im Zusammenfluss von Missouri und Mississippi River ansehen. Ja, es ist altertümlich nett und wir entdecken ein Auto, wie man es nicht alle Tage zu sehen bekommt. Nicht nur auf der Motorhaube tummeln sich eine Menge wilder Gestalten, auch der Rückspiegel ist besetzt. Und das Dach sieht so aus. Danach machen wir uns wieder auf den Weg Richtung St. Louis. Wir haben jetzt genau den Punkt erreicht, wo der Missouri River in Mississippi River fließt, ca. 45-50 Kilometer nördlich von St. Louis. Naja, in 1,5-2 Stunden sollte man an der Old Chain of Roxbridge sein. Und da gibt es dann die nächsten Bilder. Die 1,65 Kilometer lange Old Chain of Roxbridge war bis in die 70er Jahre Teil der Route 66, jenem legendären Superhighway von Chicago nach Los Angeles. Heute ist sie die längste Fahrrad- und Fußgängerbrücke über den Mississippi River. Eine Stunde später erreichen wir St. Louis und ein anderes Universum. Das Wahrzeichen von St. Louis ist ein 192 Meter hoher Torbogen. Klar, dass wir da hinauf müssen. Fingerhutgroße Käfige transportieren unter viel Gerumpel und Getöse jeweils 5 Personen nach oben. Aber die Aussicht entschädigt für das Legebatteriegefühl. In weiser Voraussicht haben wir uns im Casino Queen Hotel einquartiert. Während ich an der Bar ein kühles Bier genieße, verzockt Angie 10 Dollar. Für die nächsten 2 Tage stehen lange Etappen auf dem Programm, 117 und 118 Kilometer. Als wir endlich die Vororte von St. Louis hinter uns haben, entspannen wir uns ein wenig und können die Fahrt durch das südliche Illinois genießen. An besonders reizvollen Stellen legen wir kurze Trink- und Dehnpausen ein. Apropos Trinkpausen. Nach dem Biergarten folgen wir eine Weile dem Damm des Mississippi River. Am Devil's Backbone State Park können wir sogar bis ans Flussufer radeln, um die heißen Füße ein wenig abzukühlen. Ein erstklassiges Hotelzimmer ist der Lohn für 2 sehr anstrengende Tage. Wie unter Cowboys üblich, schlafen unsere Pferde gleich neben uns. Zur Statistik: Bislang haben wir 792 Kilometer zurückgelegt. Pannen 0. Sieht man einmal von meinem Schwächeanfall am ersten Radeltag ab. Begegnungen mit lebendigen Schlangen 0. Das wolltest du doch wissen, oder Joe? Und damit verabschieden sich Till Senn und Mississippi. Den nächsten Wochenrückblick gibt's aus Memphis, Tennessee.